Ich freue mich jetzt unheimlich, unseren Gast für heute zu begrüßen, nämlich Janet Jackson. Hi Janet, nice to have you in the show. Thank you. Ich meine, jeden von uns würden jetzt 1000 Fragen auf der Zunge brennen, mir natürlich auch. Und Janet wird uns ein bisschen Rede und Antwort stehen heute in der Sendung. Jan, I know that your family is very busy. We always hear about what the Jacksons are doing. Well, when have been the last get-together of the whole family? Once a month, we try to get together as a family, all the grandkids, my parents, the in-laws, all of us, the children. We try to get together and have a lot of fun. We call it the family get-together day, and we'll just spend the entire day together, swimming, playing games, just having a lot of fun and trying not to talk about business. Oh, that sounds very funny. Do you know how many people your family? I think there's 30-something. There's 9 brothers and sisters, but if you count my parents and the in-laws and the grandkids, I think there's 30-something. I have 13 nephews and nieces, and we have 1 on the way, so. Oha, that's pretty much. Also die ganze Familie Jackson mit allen Neffen und Schwestern und alles Mögliche zusammen, sagt sie, umfasst etwa 30 Leute. Und ich habe sie gefragt, weil die Familie ja so unheimlich überall zu sehen ist und jeder macht was anderes, wann sich denn die Familie einmal so zusammentrifft. Und sie sagt, es gibt einen Tag im Monat, da treffen sie sich alle und sie versuchen dann auch den ganzen Tag nicht über das Business zu reden, sondern nur ihren Spaß zu haben. Ebenfalls aus Amerika jetzt der Folgehit zu Take My Breath Away von Berlin, Like Flames. There must have been a little argument between you and Michael, and after that you decide to make a duet together with Prince, is that right? There was a time when Prince and I, we were going to do a song together. He agreed and I agreed as well, but I decided not to, and I would just wait a while and do things on my own. As far as a fight with my brother, I don't think so. Also der Streit mit Michael, da hat wohl nicht stattgefunden, und sie sagt, das war zwar mal im Gespräch, dass sie ein Duett zusammen mit Prince machen möchte, er hat zugestimmt, sie auch, aber es wurde dann auch nichts draus und sie möchte auch lieber ihre eigenen Sachen machen. Paul McCartney macht ja auch seine eigenen Sachen, den haben wir dieses Mal als Video ungekürzt in der Sendung. Hier ist Paul McCartney und Pretty Little Head. We all saw you dancing very, very well, and I just wanted to know, how have you learned it? I mean, how many times does it take to dance like you do?
Well, I never studied dancing. It was something that I always wanted to do, but I never had the time. When I was 6 years old, for like a month, I took ballet, and then I didn't like my teacher, so I quit. I first started dancing with the show Fame that I was on. That was my first time ever really getting out there and seriously working at it. The choreographer, he told me that all the kids, the rest of the dancers, they weren't going to slow up for me, so I'd have to learn and learn to keep up. And it was just me not having any training, and all these other kids who had done this all their life, trained for it. It was a great experience, and that's where it really started for me. I love to dance. Sie sagt, sie hat nie Tanz studiert, sie hat es auch nie irgendwie richtig gelernt. Als sie mal 6 war, hat sie mal Ballettunterricht genommen, aber da konnte sie den Lehrer nicht leiden und deswegen hat sie damit auch ziemlich schnell aufgehört. Und das erste Mal, als sie wirklich richtig getanzt hat, das war in der Bühnenshow zu Fame. Und der Choreograf hat ihr damals gesagt, sie müsse ein bisschen mehr trainieren, wenn sie mit den anderen Schritt halten möchte. Und das war so für sie richtig der Anfang, ins Tanzen reinzukommen. I like it here a great deal. This is my first time in Munich. I've been to Germany a few times before. It's very clean here. Very pretty. I like it here a lot. Sie sagt, sie ist das erste Mal in München. Es war nicht das erste Mal in Deutschland, aber doch das erste Mal hier. Und sie sagt, das wäre alles sehr sauber und sie mag das sehr gerne. Es wäre sehr schön und sehr sauber. Ist natürlich ein Riesenkompliment für uns. Thanks a lot for being here, Janet. Thank you, Janet. Was a real experience for me to talk to you. Maybe I start dancing now. Vielleicht fange ich jetzt auch mit dem Tanzen an, weil sie hat bei uns in der Halle, ja, ich habe es ja gesehen, zu Control auch ganz toll getanzt. Ich habe für euch noch den höchsten Neuzugang für diese Woche in unseren Charts. Wer könnte es anders sein? Europe und Rock.